11 Punkte und 16 brauchen wir. Das ist die Ausgangssituation. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Das Bundesliga-Team ist am Start und es darf leider gegen ein Bundesliga-Team. Haben wir Aubameyang, Hermann, Reus, Lahm, Vidal, Gustavo, Alaba, Martinez, Hummels, Piszczek und Neuer. 85er Gesamtrating. Da ist gut. Ja, Kohle ist immer so relativ. Da sind gut Coins reingeflossen. Sagen wir es so. Und das wird es. TSV Auerbach, also auch ein deutscher Gegner hier im Stadion von Gladbach, Borussia Park, so heißt er, glaube ich. Und das wird knackig. Das, da können wir sicher sein. Heißt also, wenn wir hier punkten, dann haben wir es verdient. Und dann hätten wir 14 Punkte und dann bräuchten wir noch einen Dreier. Und dann hätten wir den Aufstieg in Liga 4, sind wir dann erst. Ja, der Alex kommt nicht so zum Spielen. Daher das Ganze eher ein bisschen schleppend. Und wir nehmen es hier unten mal Schüle mit. Und sprinten rein und drehen uns. Und passen auf Müller und machen eine Direktabnahme, die leider geblockt wird. Schade. Das hätte gefährlich werden können. Hätte, wäre, wenn. Ihr kennt das ja. Und mit Aubameyang. Da müssen wir natürlich aufpassen. Martinez hier verladen. Und jetzt müssen wir mit Toprak rausziehen. Aber der Ball war Gott sei Dank eine Nuance zu lang für Hermann. So, und Castro ist Ballverteiler und wir nehmen gleich nochmal Schürrle über den Flügel. Und haben hier ein bisschen Platz. Schauen wir mal, ob wir mit dem Pass jemanden finden. Nein, der war zu ungefährlich. Da hätte man vielleicht auch mal das Dribbling suchen können. Oh, und haben hier, wenn ich das richtig sehe, einen 81er Jahrgang. Also, mal ein etwas älteres Semester, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten. Und da haben wir den Ball auf Aubameyang. Und schön geholt vom Leno. Das haben wir noch gern. So, Pass auf Bellarabi, der nie ankam. Oh, lass doch laufen. Wo war da ein Foul? So, aus den 10 Minuten sind rum und ich würde sagen, es geht wild hin und her. Javi Martinez hier. Oh, interessant. Interessante Variante. Und ich laufe mit Bellarabi ins Aus. Das ist natürlich noch interessanter. Und Castro. Oh, wow, wow. Herr Castro. Ecke. Das war so unnötig wie ein Kropf. So, das heißt aufpassen. Und er macht die eventuell kurz. Nein. An die Latte. Okay, habe ich nicht so gesehen. Abwurf von Leno. Und da könnte es der Konter laufen. Und jetzt lassen wir hier. Oh, das Reus mit nach hinten. Ne, Piszczek. Oh, da wurde gezogen. Und deswegen haben wir den Ball leider. Ne, Nuance. Zu spät erwischt, sonst wäre es eventuell gefährlich geworden. Und hier der Abschlag. Und da ist Platz, aber Gustavo kann nicht köpfen. Das wissen wir ja mittlerweile zu gut. Und Müller, das Biest, verliert hier den Ball. Aber Schüle holt den zurück und verliert ihn auch gleich wieder mit dem Fehlpass. Oh, der war wichtig. So, was haben wir hier? Karim Bellarabi. Und Kruse startet gegen Alaba, das wird lustig. Ja, sah gar nicht so schlecht aus und holt sich den Ball auch. Und Flanke mal. Da war Müller so halb da. Aber auch nur halb. Und ja, ist mit Gustavo hier eventuell der Konter. Langer Ball. Schön abgefangen. Oh, Kruse mit Hacke. Wunderschön. Auf Bellarabi. Dann hauen wir mal flach rein. Aber wird direkt geblockt. Wäre vielleicht die halb hohe Flanke die bessere Option gewesen. Rustikal von Müller, aber alles im fairen Bereich. Und Kruse vertändelt hier den Ball. Und Müller. Mit links. Oh, kommt nicht dran. Sehr, sehr schade. So, jetzt muss Castro hier nach hinten sputen. Und holt den Ball von seinem Mannschaftskollegen Aubameyang. Und da darf Castro es wieder sein können zeigen. Nein, diesmal Javi Martinez. Riskant, aber hat geklappt. Und Castro raus auf Bellarabi. So, Chicharito. Und wieder Schürrle über den Flügel. Der den Ball hier mal beherzt vorlegt. Guter Körpereinsatz hier. Oh, wow, wow. Zweimal ganz knapp. Den Ball nicht erwischt. Und hier langer Ball raus auf Reus. Und schon wieder das Mannschaftsduell. Piszczek gegen Reus. Dortmund gegen Dortmund. Und Reus läuft den Ball auch. Und Martinez. Oh, Gott sei Dank hält Lino den fest. Das war richtig wichtig. So, Herr Kruse. Und Bellarabi will hier starten. Überlupfen wir Alaba.
Und Karim Bellarabi, schau mal. Der Ball kommt. Zu lang für Chicharito. Aber Müller aus der zweiten Reihe, wir probieren es mal. Oh, runtergeholt von Neuer. Oh, riskant, was er hier macht. Aber es ging gut. So, Hermann gegen Rodriguez. Rodriguez hier, souverän. Und das müssen wir aufpassen. Noch alles gut gegangen. Oh, oh, wow. Den hätte ich mir fast selber eingeschenkt. 10 Minuten vor der Halbzeit. Gott sei Dank nochmal gut pariert von Leno. Und er täuscht kurz an. Nein, er macht kurz. Arturo Dall. Pass nach hinten auf Gustavo. Und der war lucky. Aber war auch abseits. Wäre dann rein, der wäre aber sonst auch gehalten worden. Von daher alles halb so wild. So, Lukas Piszczek ist hier. Hier wieder der Fehlpass. Und dann ein Chip, der irgendwie von Hermann erlaufen wird. Ja. Gut gemacht. Das weniger, den hat Schürrle. Und Hernandez mit beherztem Einstieg. Pass auf Müller. Gegen Alaba. Und Alaba hier ganz souverän. Und den sollte der Keeper doch entspannt holen. So, und der hat es hier ein bisschen aufgemacht. Dann nehme ich hier mal Max Kruse mit. Gegen Alaba. Der Ball leider etwas zu lang. Alaba ja nicht im Team of the Year drin. Ähnlich wie Boateng, für viele unverständlich. Wow, Glück gehabt. Kurz vor der Halbzeit nochmal, ich würde sagen, insgesamt hat er die besseren Chancen. Das muss man ja leider zugeben. Schürrle hier verliert das Kopfballduell. Javi Martinez, souverän. Bellarabi weniger. Ah, wieder Martinez. Rennt hier zusammen. Und jetzt Max Kruse, erläuft er den? Nein. Dann sollte es auch gleich den Halbzeitpfiff geben. Durchwachsen aus der Halbzeit, wie ich finde. Da ist noch deutlich Luft nach oben. Und hier gibt es nochmal den Einwurf Richtung Gustavo. Und da haben wir die Halbzeit. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Statistiken. 5 zu 1 Schüsse, wir haben ja Ballbesitz, wir haben bessere Passgenauigkeit, aber am Ende steht es immer noch 0 zu 0. Und anhand der Torchancen, würde ich mal ganz frech sagen, oder das heißt frech, behaupten, kann ich ganz froh sein, dass es hier noch 0-0 steht. Und 0-0, zum ehrlich, wäre eigentlich ein bisschen zu wenig. Und ihr seht hier oben, schön von Borussia, gegen Rassismus, für Borussia mehr Toleranz auch zu sehen, wusste ich gar nicht, dass das bei denen da oben steht. Und hier kommt Leva, Bellarabi und Schürrle und Reus, Hermann und Aubameyang raus. So. Ein Lewandowski. Nicht schlecht. Da sind also noch mehr Coins in das Team geflossen. Ich weiß jetzt zwar nicht auswendig, was Lewa gerade kostet, aber billig ist er nicht. So, und haben hier ist Bellarabi, neuer Mann. Oh, und gleich der erste Abschluss von ihm. Wo Gott sei Dank nicht mehr draus geworden ist. Und hier darf es Leno gleich nochmal. Der Toprak bitte aufstehen. So, Castro verteilt die Bälle im Mittelfeld. Und macht das soweit auch ganz gut. Und Max Kruse. Hernandez. Und Müller bekommt ihn nochmal. Und hier Kruse gegen Alaba. Fast vorbei gewesen. Aber auch nur fast. Und wir bleiben hier hängen. Aber Castro, Nachschuss. Der war ungefährlich. Viel zu ungefährlich. So, und hier schönes Tackling von Piszczek. Und mit Glück im Ballbesitz geblieben. Und Herr Kruse, jetzt aber abgefälscht und Ecke. Immerhin mal die erste oder nächste Torannäherung. So, wir machen den flach hinter. Den Braten hat aber gerochen. Gibt ihn uns aber nochmal. Bellarabi, probieren Schlenzer. Gehalten von Neuer. Und hier Schürrle. Ball Richtung Lever. Und den sollte der Keeper bekommen. Ja, den hat der Keeper. Da werfen wir mal weit raus. Direkt dem Gegenspieler in die Füße. Und Hernandez. Hier leider ein bisschen blöd gelaufen. Sonst hätte er den Ball bekommen. Ja, und der macht es hier schon auch riskant. Und immer geht es nicht gut. Das Passspiel. Und Deno bekommt den auch vor Schürrle, den er hier auch gleich noch umnockt.
So, jetzt darf Bellarabi nochmal. Nein, darf er nicht. Und Martinez. Wow! Pfosten hinten an Leno ran. Fast rein das Ding. Da haben wir Glück gehabt. Und den will er doch nicht kurz machen, oder doch? Nein. So, mal rausgeklärt. Geblockt. What the? Warum? Lever 1-0. So, das machen wir gleich offensiv. Ah, was ein Scheiß. Unter Kruse bleibt dann Hummels hängen, aber nochmal Chicharito. Und wir probieren es aus dem Spitzenwinkel. Neuer greift über und es gibt Ecke. Also auf jetzt, Jungs, pushen hier! Und die machen wir kurz. Müller sollte das sein, oder? Nein, Kruse. Roulette, hängen geblieben. Ja, ein Javi Martinez lässt sich so nicht foppen. Und Schürrle ist frisch, der hat noch Power. Macht hier aber auch den Fehlpass. Und hier Thomas Müller. Und jetzt Kruse. Den hält Neuer. Mit rechts. Und hier darf sich wieder Kruse seine Tripling-Skills zeigen und bleibt gleich mal hängen. Oh, böser Ballverlust. Aber der Klärungsversuch von ihm nicht gerade besser. Wir bleiben im Ball. Besitz. Bekommen hier den Einwurf. Von Müller bisher leider noch recht wenig zu sehen. Kruse hier. Bleibt hängen. Und Müller. Oh, das gibt's doch nicht, dass dieser Neuer hält. Und Bellarabi gegen Alaba. Zieht sie den kürzeren. Und Lewandowski gegen Javi Martinez. Wow, riskant. Aber es ging nochmal gut. Und jetzt gleich den nächsten Ballverlust und den hält Leno. So, und jetzt müssen wir gleich auf sehr offensiv wechseln. Weil kein Punkt wäre noch weniger zu wenig. So, er macht die Ecke hier kurz. Dann nach hinten. Und dann der Ballgewinn. Und jetzt Javier Hernandez. Auf Kruse. Und wir nehmen Müller mit. Und in der Mitte vielleicht. Warum spielt er den nach hinten, wenn ich in die Mitte lenke? Das weiß wohl nur er selber. Und Martinez sprintet und sprintet, aber den läuft er nicht mehr. So, machen wir auf Rodriguez. Oh, Fehlpass. Und jetzt gibt es auch noch Freistoß. 10 Minuten haben wir noch. Castria mit Kreis gezogen. Ab nach hinten. Auf die Linie. Wobei Lewandowski wohl nicht das Freistoßschützen hier lassen wird. Nein, er wechselt auf André Schürrle. Dann laufen wir mit Martinez auf die Linie. Oh, freche Variante. Und Chicharito. Also wenn das kein Foul war, dann weiß ich auch nicht. So, und jetzt schmeißen wir alles nach vorne. Und laufen am besten in den Konter rein. Das wäre so wunderschön. Ach, macht dieses Spiel manchmal Spaß. Katastrophaler Abwurf, nicht der erste. Und wenn dann alle nach vorne stürmen, kommt sowas bei rum. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Ohne große Probleme. So, so. Und er mauert hier jetzt. Oh, der Neue, der fischt doch alles raus. Kruse hier mit der nächsten Großchance. Nächste Ecke. Oh Mann, lecco mio. Und Leno ist vorne dabei. Und Einwurf nicht ganz, sondern Abstoß. Umso bitterer. Oh, Castro gegen Schürrle. Wenn er noch... Schön gemacht von Castro. Sehr schön. Martinez weniger. Keine Blamage jetzt hier. Nochmal geklärt im Rutschen. Von Castro. Aber das scheint hier eine klare 2-0-Niederlage zu werden. Martinez nochmal mit Gelb. Und Müller.
Köpfchen hier raus und jetzt vielleicht noch der Ehrentreffer. So, Müller und Schürrle. Gegen Hummels. Vorbeigedreht. Oh! Was ein Pfund. Da hat alles gestimmt. Leider zu spät. Das Tor. Aber das schauen wir uns nochmal an. Als kleine Wiedergutmachung. Vorbei. Dann ihn wieder ins Leere laufen lassen. Und richtig satt getroffen. Ja, und spielt er hinten rum. Und dann war es das. Ach, ist das schwach. 2-1. Das war's. Wichtige drei Punkte, die nicht auf mein Konto landen. Lenormann des Spiels spricht meistens auch für sich. Und jetzt hier, für die Statistiker unter euch. Drei Spiele haben wir noch. Wir brauchen noch 5 Punkte. Heißt, ein Sieg, 2 Unentschieden oder am besten 2 Siege. Hoffentlich wird es beim nächsten Mal besser klappen. Jo, das war's zur heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn dem so ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.